Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ja, ich möchte heute gerne mit euch wieder ein Cookie-Do-Rezept machen, und zwar einen Kirschkleckskuchen. Ich habe mir dazu schon mal folgende Zutaten bereitgestellt: 250 Gramm Mehl, ein Glas Schattenmorellen, 25 Gramm ganze Mandeln, 125 Gramm weiche Butter in Stücken, ein Ei, 20 Gramm Milch, ein Teelöffel Backpulver brauchen wir gleich, ein Päckchen roten Tortenguss, 125 Gramm Wasser, dann etwas Vanilleextrakt, ich habe jetzt keinen Vanillezucker, und 2 bis 3 Tropfen Bittermandelaroma. Ja, ich glaube, dann haben wir alle Zutaten, die ich hier zurechtgestellt habe. Dann gehen wir auf Kochvorgang starten. Dann steht hier Auflaufform mit Mehl ausstreuen. Ich habe hier unsere runde Stoneware, die habe ich schon mit Öl eingepinselt. Dann ein Glas Schattenmorellen Kirschen abtropfen lassen. Die habe ich mir hier schon in ein Sieb gegeben, habe sie abtropfen lassen. Die Flüssigkeit habe ich auch aufgefangen, also die steht auf der Seite. Dann 25 Gramm Mandeln in den Mixtopf. Mixtopfdeckel wieder schließen. 8 Sekunden, Stufe 9, zerkleinern. Die Mandeln sind jetzt zerkleinert. Ich zeige euch das mal, das sieht richtig gut aus. Dann werden die Mandeln einmal umgefüllt. Ich versuche die mal jetzt wieder hier in das kleine Pöttchen umzufüllen. Wahrscheinlich muss ich mir einmal ein anderes nehmen. Das hat schon mal gepasst. Jetzt klicken wir auf Weiter. Jetzt kommt die Butter in den Mixtopf. Das Ei. Die Milch. Dann der Zucker. Dann etwas Vanilleextrakt. Dann das Mehl. Ein Teelöffel Backpulver. Dann kommt der Mixtopfdeckel wieder drauf. Und das Ganze wird 15 Sekunden auf der Stufe 4,5 verrührt. So, ich werde jetzt einmal den Teig einteilen in 1/3 und 2/3 und stelle schon mal einmal kurz 1/3 in den Kühlschrank. Ja, ich habe meinen Teig jetzt einmal geteilt in 2/3 und 1/3. 1/3 ist jetzt gerade im Kühlschrank und 2/3 kommen jetzt hier in die Form und werden einfach mit den Händen so ein bisschen am Boden verteilt und man zieht so einen 1,5 cm hohen Rand nach oben. Ich habe jetzt einmal die Form hier richtig schön ausgekleidet mit dem Teig. Jetzt wird der Backofen vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. In der Zwischenzeit werden wir schon mal einmal den Mixtopf spülen. So, der Mixtopf ist gespült. Dann geben wir ein Päckchen Tortenguss in den Mixtopf rein. Gramm Abtropfflüssigkeit von den Schattenmorellen. Dann gucke ich mal, wie viel das Ganze ist. Das waren jetzt 135. 125 Gramm Wasser. Da werde ich dann auch mal kurz ein kleines bisschen weniger nehmen, die ich hier abgemessen hatte. So. Dann kommen 2 bis 3 Tropfen Bittermandelaroma dazu.
Ja, die Bittermandeltropfen sind jetzt drin. Dann kommen 20 Gramm Zucker dazu. Dann kommt der Mixtopfdeckel wieder drauf. Und jetzt wird das Ganze 3 Sekunden auf der Stufe 6 verrührt. So, jetzt muss der Mixtopf-Messbecher wieder drauf bleiben. Und jetzt wird das Ganze 5 Minuten auf 100 Grad Stufe 2 aufgekocht. In der Zwischenzeit werden jetzt einmal die gemahlenen Mandeln hier drauf verteilt und die abgetropften Schattenmorellen. Ihr könnt gerne alle benutzen. Ich werde ein paar überlassen, einfach für die Dekoration, für das Foto nachher. Jetzt warten wir noch kurz die Zeit ab, bis das Ganze aufgekocht ist. Der Thermomix ist fertig. Jetzt wird der Tortenguss genommen und wird einmal über die Kirschen verteilt. Und jetzt geht ihr hin und macht aus dem Teig solche wie Kuhflecken, sage ich jetzt mal, einfach in verschiedenen Größen und verteilt sie einfach hier oben drüber. Das bedeutet, ihr macht einfach so ein Stück ab, drückt das relativ schön platt und legt das einfach hier oben drauf. Die müssen auch auf keinen Fall gleichmäßig sein, also die können schön unterschiedlich groß oder klein sein. Das ist wirklich überhaupt kein Problem. So, das haben wir jetzt auch fertig. Ich versuche euch das jetzt mal ein kleines bisschen zu zeigen. Ich will das nicht zu viel kippen, nicht, dass das Ganze nachher umkippt. Von der Flüssigkeit her. Jetzt wird das Ganze 30 bis 35 Minuten gebacken. Ich denke, dass es bei mir allein durch die Stunde etwas länger dauert. Aber wenn ich den Kuchen raushole, werde ich euch auf jeden Fall sagen, wie lange es bei mir gedauert hat. Ihr Lieben, ich habe den Kuchen aus dem Ofen geholt, habe ihn schon mit Puderzucker bestrichen, weil ich schon ein Foto gemacht habe. Weil wenn er jetzt abkühlt, also je kälter er wird, desto mehr fällt er ineinander und ich wollte ein schönes Foto haben. Man kann ihn inzwischen auch schon etwas anfassen, aber er ist noch nicht ganz abgekühlt. Bei mir, ich zeige ihn euch jetzt mal, also bei mir war er jetzt 40 Minuten im Backofen. Die Zeit passt perfekt, zumindest bei der runden Stoneware. Ich habe das schöne Foto jetzt gemacht, das werde ich euch nachher hinten anhängen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, das ist für euch kostenlos. Das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.